wen sollen wir hier? Den Bruchzahn der Teuflische soll auch hier irgendwo sein. Wow, 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 wow. Bett heilen. Aha, und von den Hunden kriege ich jetzt einen langen Flintenlauf. Verstehe. Ich greife alle drei an, ne? Okay, das hat überraschend gut funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Aber ich beschwere mich nicht, wenn es funktioniert, ne? Ich habe keinen Langflintenlauf bekommen. Verarschst du mich? Toll. Sind die Hunde. Noch mehr von denen. Und Bruchzahn, den teuflischen Bräu auch noch. Immer greifen die anderen mich auch erstmal nicht an. Erst wenn der hier stirbt. Und dann aber komischerweise beide. Was total sinnlos ist. Wer denn? Was, mein Pet? Oh Mist, mein Pet ist tot. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe ein bisschen zu sehr auf den Chat geachtet. Okay, so und jetzt? Die Wölfe, welche die Leute, ja, sind bezwungen. Ach so, muss ich bestimmt bei L machen. Wie setze ich die denn wieder zusammen? Das Bruchzahn der Teufelsche. Okay, wir müssen es zusammensetzen und zwar bei... wahrscheinlich bei Tarwin oder so. Ah, wahrscheinlich an dem blöden Amboss. Ah. Euch kann ich ja durchlaufen. Ihr tut mir ja nichts. Naja, lass mal den Feueres Feueres sein. Siehst du, dachte ich mir den blöden Amboss. Wo habe ich denn auf einmal einen Hammer her? Der lag hier wahrscheinlich gerade zufällig rum. Jetzt schaut euch das mal an. Ihr habt Requiem wiedergefunden und wieder zusammengesetzt. Ich kann euch nicht genug danken. Ja, genau. Aber Hauptsache vorher rumblöken. Mimimi, ihr nehmt mir meine Beute weg.
Okay, ich brauche noch 3 Albtraumspeere. Und die Kadaver im Norden. Und halt den Teuflischen. Du bist alleine unterwegs? Keine Angst, nicht mehr lange. Denn bald bist du einfach nur tot. Und im Tod ist jeder alleine. Versprochen. Was ich auch ganz schlimm finde, ist so Familienselbstmord. Wo man dann nicht nur sich selbst, sondern auch seine Kinder umbringt. Wo ich mir denke, what the hell? Ich glaube nicht so richtig, dass gerade Kinder der Meinung sind, hey, es wäre doch eine tolle Idee, Selbstmord zu begehen, weil mein Vater hat gerade eh kein Geld mehr und Schulden hat er auch. Naja. Ist halt so. Bringe ich mich auch mit um. Und Gott sei Dank ist es in Deutschland so, dass man das Erbe ausschlagen kann. Gerade wenn jemand komplett überschuldet ist, kann man das Erbe ausschlagen. Aber man kann es auch sonst ausschlagen, wenn man es nicht haben will, aber... Ne? Okay, die sind auch bezwungen. Toll. Kadaver dieses Snorrocks wurde von einem furchtbaren Raubtier zugerichtet. Nach Tarbins Erzählung zu urteilen, kann das nur das Werk von Ikbaro sein. Sucht nach Anzeichen für ein frisches Opfer. Aasfresser haben den Kadaver bereits völlig komplett abgenagt, sodass nur noch Fell und Knochen übrig sind. Dieser Kadaver liegt schon ziemlich lange hier. Sucht nach Spuren. Durch einen unablässigen Schneefall und die Bewegung im Eis der Loddo-Scholle wurden alle Spuren von Ikbaro verwischt. Ihr müsst nach einem Opfer suchen, das erst kürzlich erlegt wurde. Okay. Ich gehe dann mal, ne? Pet, wo willst du denn hin? Also Bruchzahn, der Teuflische wandert auch so ein bisschen, wa? Eges Pass. Okay. Wollen wir zur Scholle? Wenn wir einmal hier diesen tollen Teuflischen töten, wenn wir ihn dann irgendwann einmal finden, weil er ständig irgendwo anders rumgurkt, ist doch wieder hier unten. Ich weiß nicht mehr, was ich suche. Ist es ein Wolf? Beide sind wohl im Suchen nach Anzeichen für ein frisches Opfer, wurde noch nicht komplett von Aasfressern abgenagt. Auf den Knochen ist immer noch etwas Fleisch. Ihr kommt der Sache näher. Sucht nach Spuren. Ihr erkennt die Spuren einiger Loddere-Lobos, die wohl den Kadaver gefressen haben, den Ikbaro zurückgelassen hat. Aber der eisige Wind und der dichte Schneefall haben die tiefen Zahnabdrücke der Bestie schon längst verdeckt. Okay. Aber Bruchzahn wandert auch so ein bisschen mit dem
Igbaro. Oder es ist der gleiche. Ich habe keine Ahnung. Es wäre ein bisschen unlogisch, wenn es ein und derselbe wäre, aber. Mist. Okay, also Bruchzahn rennt hier irgendwo rum. In dem ganzen tollen Gebiet, was meine Suche unglaublich erleichtert. Wie scheiße ist das denn? Kadaver dieses Snorroks weist deutliche Spuren eines Kampfes mit Igbaro auf. Ein Hieb der gewaltigen Klauen hat das Tier fast in zwei Hälften, in zwei Teile geteilt. Bis auf die Tatsache, dass es halb gefressen wurde, ist das Tier sonst unversehrt. Sucht nach Anzeichen für ein frisches Opfer. Der Kadaver dieses Snorroks ist frisch. Große Fleischbrocken wurden mit dolchartigen Klauen aus den Gliedmaßen herausgetrennt und der gesamte Bauchraum ist ist herausgerissen und verschlungen. Der Körper ist noch warm und ein Teil des Blutes ist noch nicht gefroren. Sucht nach Spuren. Die Spuren im Eis und Schnee führen eindeutig südöstlich der Lo von Loddoscholle. Eine der Fährten zeigt große Tatzen mit riesigen Krallen, gefolgt von mehreren menschlichen Spuren. Die Albträume waren schneller als ihr. Toll! Die Albträume sind schneller als ich. Und hier soll ich jetzt irgendwo Bruchzahn finden, wo ich noch nicht mal weiß, wie das Vieh aussieht? Hell? Oh Mist. Albtraumseher. Ach, natürlich muss hier so eine blöde Stellung sein. Das musste ja so sein. Eisige Nacht und bittere Not träumt der Traum. Habe ich jetzt alle gegen mich? Ich mach mal Wex kaputt. Ich glaube, Igbaro wird gerade von dem Kleinen ein bisschen abgelenkt. Was nur gut für mich ist.